Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der PlayStation 4 auf der Gamescom. Und ja, erstmal möchte ich euch da ein bisschen eigentlich hauptsächlich nur den Grafikunterschied zeigen und den Performanceunterschied. Man sieht hier schon, auch der Auspuff ist animiert, Staub und so weiter. Das sieht eigentlich wirklich, wirklich wieder gut aus. Und so wirklich, dass ich doppelt gemoppelt wirklich sag. Und ja, das ist wirklich, wirklich nah dran an der PC-Version. Aber so ein bisschen ist mir, ich weiß nicht, ob man das im Video so richtig merkt, aber es tritt teilweise so ein leichtes Kantenflimmern auf. Also es ist keine hohe Kantenglättung auf der Konsole. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht so ganz flüssig läuft wie auf dem PC. Auf dem PC lief es wirklich butterweich. Und hier kommt es mir doch manchmal so ein bisschen hakelig vor. Das ist natürlich so eine Sache, die Entwickler haben auch gesagt, okay, wir müssen ein bisschen schauen, die Konsolen packen das wohl nicht so ganz so gut wie die PCs, das war eigentlich ja auch klar. Aber die Details wurden wieder gut umgesetzt, anscheinend wurde hier wirklich nur ein bisschen, also wirklich nur minimal eingespart, aber leider gibt es da wohl auch noch den ein oder anderen Ruckler. Jedenfalls kam mir das beim Spielen so vor. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Video auch noch so wahrnimmt, aber irgendwie war es nicht so butterweich wie auf dem PC, das muss ich leider sagen. Ja, ansonsten, ich werde entweder heute oder morgen noch ein Video von diesem Gamescom-Stand zeigen. Und zwar werde ich da die Map zeigen, die Highlights von der Map, und dabei werde ich dann alle neuen bekannten Fakten zur Gamescom erzählen, die mir bekannt sind und die ich in Erfahrung bringen konnte. Ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Ansonsten auch hier die Drecktexturen und so, das ist derselbe Content, dieselben Fahrzeuge, dieselben Maps, also da müsst ihr keine Angst haben. Nur ehrlich gesagt, wenn ihr einen halbwegs gescheiten PC habt, würde ich nach diesem kurzen Einblick in die PS4-Version eher eine PC-Version kaufen, einfach weil es ein bisschen mehr möglich ist, wenn ihr eine halbwegs gescheite Grafikkarte habt, solltet ihr das Ganze doch schon auf maximal spielen können und dann sieht es deutlich besser aus und läuft scheinbar auch flüssiger. Ja, ich bin raus, Leute. Ciao.